Heute präsentiere ich euch das Iberostar Palace auf Fuerteventura. Das Iberostar Fuerteventura Palace, was ihr hier hinter mir seht, war vor wenigen Monaten noch ein 4-Sterne-Hotel. Dann wurde es eine Zeit lang renoviert und ist mittlerweile ein 5-Sterne-Hotel. Außerdem ist es jetzt ein reines Erwachsenenhotel. Es hat einen neuen Spa-Bereich, es hat ein neues Hauptrestaurant und alle Zimmer sind renoviert. Und ich zeige euch heute in diesem Video meine Eindrücke vom Iberostar Fuerteventura Palace und vielleicht ist der eine oder andere von euch dabei, der demnächst die Urlaub machen möchte. So, jetzt zeige ich euch mal den Star Prestige Bereich. Und zwar komme ich jetzt hier gerade von der Poollandschaft, gehe hier eine kleine Treppe runter. Hier kommt nicht jeder rein, man braucht eine Karte dafür, eine Star Prestige Karte. Und schon kommt man in den Star Prestige Bereich. Der ist dann hier. Also auch hier hat man einen eigenen Pool. Ja, also hier merkt man schon, hier ist ein bisschen mehr Ruhe. Man hat hier auch eine grandiose Sicht auf den Strand, aufs Meer. Und man ist so ein bisschen abgeschirmt von der Animation oben, vom Publikum oben. Also man ist hier wirklich für sich und sehr, sehr exklusiv. Hier wird auch an den Liegen bedient, das ist auch sehr schön. Und ja, das ist schon ein sehr exklusiver Urlaub, wenn man hier Star Prestige bucht. Ja, und hier hinter mir ist so ein kleiner Aufenthaltsraum hier im Star Prestige Bereich. Da sind Sandwiches vorhanden, alkoholische Getränke vorhanden, Kaffee vorhanden. Und ja, ist so ein bisschen so ein kleiner Raum hier extra für den Star Prestige Bereich, wo die Leute sich da ein bisschen aufhalten können, können eine Kleinigkeit essen. Oder auch einen Kaffee trinken oder was anderes, wie auch immer. Und jetzt zeige ich euch mal ein Zimmer vom Star Prestige Bereich. Wow! Time won't stop, so gonna get on the ride. Twisting and turning through life, no matter. Und genau so muss das sein. Man kommt hier ins Zimmer rein und hat sofort diesen Wow-Effekt. Ich bin hier reingekommen gerade und denke mir nur, wow. Das Erste, was ich eigentlich im Hotelzimmer mache, ich gucke mir das Bad an. Ich gucke, ob es sauber ist. Und dann gehen wir mal rein zusammen. Also Sauberkeit wird hier ganz groß geschrieben. Es ist wirklich Wahnsinn. Also hier gibt es nichts zu bemängeln. Hier die Toilette. Waschbecken. Mal schauen, was sie noch so hier haben. Aha, also hier im Kleiderschrank sind zwei Bademäntel. Die Poolhandtücher dürfen auch nicht fehlen. Und die Minibar. Minibar ist natürlich ganz, ganz wichtig. Gibt es auch ein ganz wichtiges Detail. Die Gäste, die jetzt nicht den Star Prestige Bereich gebucht haben und nur Halbpension haben, bei denen ist die Minibar nicht mit inklusive. Und die Gäste, die Star Prestige sind und Halbpension haben, da ist es mit inklusive. Und bei All Inclusive sowieso, in allen Kategorien. Aber finde ich, ist eine wichtige Info. Ja, hier im Star Prestige Bereich hat natürlich jede Kategorie auch eine eigene Kaffeemaschine, die jetzt hier hinten im Schrank drin steht, mit verschiedenen Kaffeesorten, Espresso-Sorten und der Safe ist mit inklusive. Und was natürlich auch noch stimmen muss, das ist der Ausblick. Und den zeige ich euch jetzt. Das ist Fuerteventura. So, und jetzt zeige ich euch ein normales Doppelzimmer mit direktem Meerblick. Hier im Iberostar Palace. Dann gehen wir mal rein. Ja, und das sieht fast genauso aus wie das Doppelzimmer im Star Prestige Bereich. Es gibt einen kleinen Unterschied, und zwar die Star Prestige Zimmer sind in der zweiten und dritten Etage. Und das hier ist gerade in der sechsten Etage. Und mit direktem Meerblick. Und schauen wir uns auch mal an. Also, hier mit Pool und mit Meerblick. Ja, sieht doch ganz schön aus. Hier brauche ich nicht viel sagen, denn das Star Prestige Zimmer ist identisch. Also ist wirklich genau dasselbe, genau so eingerichtet, bis die Farbe der Handtücher, das ist der Unterschied. Aber ansonsten ist alles gleich. Ja? Auch hier toller Meerblick, hier hinten aufs Meer, direkt an der Poollandschaft. Und nur der einzigste Unterschied ist, man ist hier in der sechsten Etage, Star Prestige ist in der zweiten und dritten Etage. Das ist ein bisschen ruhiger und auch vielleicht ein bisschen angenehmer, weil man direkt am Strand ist. Aber ansonsten ist das alles hier gleich. Super! Ja, und bevor ich jetzt in die Lobby gehe, wollte ich euch noch Folgendes zeigen. Und zwar, wenn einer von euch mit Mietwagen unterwegs ist, ihr habt hier jede Menge Parkmöglichkeiten. Hier direkt vom Hotel. Ich kann mich einmal drehen.
Hinter mir ist genau dasselbe. Ihr habt jede Menge Möglichkeiten, jede Menge Parkmöglichkeiten hier und das Ganze kostenfrei. Also, ihr könnt euch auf jeden Fall einen Mietwagen buchen. Das ist gar kein Problem, hier zu parken. Und jetzt gehen wir mal in die Lobby. Ja, der erste Eindruck ist natürlich der wichtigste Eindruck von einem Hotel. Und wo kommen die Leute als erstes rein? Natürlich in die Lobby. Und da bin ich auch gerade. Hier hinter mir seht ihr den Check-in-Bereich. Zum einen gibt es da den Web-Check-in, da können die Leute von zu Hause aus schon einchecken, bekommen hier direkt die Zimmerkarte in die Hand gedrückt und können schon aufs Zimmer, also wirklich total schnell. Nebenan ist der normale Check-in. Da bekommt man auch Getränke und man bekommt in Ruhe erklärt, wo was sich hier befindet im Hotel. Hier vor dem Check-in-Bereich haben wir auch so noch einen kleinen Wartebereich, wo die Leute sich hinsetzen können und warten können, falls sie noch nicht dran sind. Und wir haben noch einen Check-in-Bereich, und zwar vom Star Prestige-Bereich. Der ist da hinten. Der ist ganz exklusiv und da gibt es so eine kleine Bar drin. Man kann sich in Ruhe hinsetzen, man bekommt in Ruhe erklärt, was ist hier im Hotel und wo befindet sich was und wann sind die Essenszeiten mit Champagner. Und ja, ist schon wirklich sehr, sehr exklusiv. Und jetzt zeige ich euch mal den Spa-Bereich. Ja, hinter mir seht ihr ein kleines Schwimmbecken mit ordentliche Wassertemperatur, so um die 27, 28 Grad und ist aber kein Salzwasser, ja, also ist kein Thermalbecken, ist aber auch sehr angenehm, gerade wenn draußen mal schlechtes Wetter ist oder die Temperaturen nicht so gut sind, wie im Januar, Februar, da ist es wahrscheinlich mal ganz schön hier reinzugehen. Und eben gerade wird es richtig warm, denn hier kommt die Hitze raus. Hinter mir ist eine Sauna, also eine kleine Saunalandschaft, hier ist auch noch eine Sauna genau gegenüber, da ist momentan ein bisschen beschlagen und hier wird Eis ausgespuckt. Also hier kommt Eis raus, um sich ein bisschen abzukühlen nach dem Saunagang. Hätte ich gewusst, hätte ich mir eine Cola mit dir genommen. Dann hätte sie hier drunter gehalten. Ja, und das für den einen oder anderen auch wahrscheinlich noch interessant. Und zwar ein Fitnessstudio hier im Hotel. Klein, aber fein mit den modernsten Geräten. Ich sehe gerade hier, kann man sogar hier Netflix anschauen auf so einem Rad. Man hat hier die Möglichkeit, hier in Facebook reinzugehen. Hier sind Laufbänder, Handeln. Also hier ist alles vorhanden, eigentlich genau das, was man braucht, um im Urlaub ein bisschen Sport zu machen. Ja, und wenn ich schon den Spa-Bereich besuche, dann muss ich natürlich auch eine Massage machen. Und zwar ist hier momentan ein Angebot, eine Anti-Stress-Massage für insgesamt 45 Minuten für 59 Euro. Und das tue ich mir jetzt mal an. Ich muss jetzt hier einen Fragebogen ausfüllen, ob ich irgendwelche Allergien habe, irgendwelche Krankheiten, irgendwelche Beschwerden. Und das muss ich jetzt hier ankreuzen. Und das finde ich hier schon mal sehr gut, dass sie hier drauf achten, ob jemand irgendwie eingeschränkt ist oder vielleicht die Massage nicht vertragen könnte. Wir sehen uns jetzt gleich im Massageraum. Und hier hinten geht's jetzt drauf. Die war gut. Und jetzt zeige ich euch die mit wohl größte Veränderung hier im Iberostar Palace. Und zwar den Speisesaal. Der hat sich nämlich komplett verändert. Ist jetzt sehr hell eingerichtet und sieht wirklich jetzt hervorragend aus. Ja, was hier auch noch sehr cool ist, man kann auch draußen essen. Ja, und hier kann man jetzt unter solchen Sonnensegeln hier, kann man hier draußen sitzen. Hier geht immer ein schönes Lüftchen, das ist mal ganz angenehm. Und da hinten die Ecke, da wo gerade sauber gemacht wird, das ist ein separater Bereich für die Star Prestige Gäste. Bis zu den grünen Blättern, die da vorne sind, bis dahin geht dieser Star Prestige Bereich. Aber ansonsten können sich auch die anderen Gäste hier hinsetzen. Ich finde es sehr schön gemacht, auch mit dieser Mauer, das hat irgendwie was. Und ich habe gestern Abend schon hier gesessen beim Essen. War wirklich toll. Also es war wirklich, weil auch so ein bisschen Luft immer ging und es war wirklich sehr, sehr angenehm. Sehr angenehm. Ja, und was hier auch noch sehr, sehr cool ist, man hat hier eine richtige Übersicht. Und zwar ist das Essen so ein bisschen auf vier Blöcke aufgeteilt. Das heißt, 1, 2, 3 und 4. Hier vorne haben wir zum Beispiel jetzt die Vorspeise oder auch den Käse für nach dem Hauptgericht. Da hinten haben wir dann die Salatecke oder auch ein bisschen mit Schinken, also auch so für die Vorspeise. Dann haben wir auch den Nachtisch und da hinten ist dann so ein bisschen Hauptgericht. Also da wird dann vorher vor einem dann die Ente geschnitten und so weiter. Das ist ziemlich cool. Und hier die komplette Theke lang, es sind auch nochmal Hauptgerichte wie Pizza, Steaks, Schnitzel, alles was dazugehört. Und das Essen hier schmeckt wirklich super, also wirklich genial. Das ist halt die Beste. So, und jetzt wird erstmal Pause gemacht, jetzt gibt's Mittagessen. Frischer Lachs mit Eiern, Avocado und die Zitrone darf auch nicht fehlen.
Der Siberus Appellis hat genau zwei Pools, zwei Außenpools. Das hinter mir, das ist der Hauptpool. Der ist leider nicht beheizt, aber der andere Pool, der ist auch draußen und ist beheizt. Und das ist wirklich sehr, sehr cool. Gerade wenn der Wind ein bisschen kühl ist, kann man ohne Probleme in den Pool rein. Und ja, die Temperaturen sind da wirklich super. Aber das Coole an dem Hauptpool ist hier, man kann direkt ein Zimmer hier buchen. Das heißt, man hat hier ein Sharing-Pool-Zimmer und man bucht diese Kategorie, geht auf die Terrasse und ist fast direkt im Pool drin. Und das ist wirklich ein absolutes Highlight. Ja, und das hinter mir, das ist der zweite Außenpool und der ist beheizt. Man sieht es allein schon hier hinten, da ist gerade Wassergymnastik, die Leute fühlen sich wohl. Ja, der Pool ist nicht ganz so kalt wie der Hauptpool da drüben. Wobei, so kalt ist er auch nicht. Ja, und sowas gehört auch zu der Poollandschaft. Man liegt hier in so einem Himmelbett am Pool und hat so einen Blick aufs Meer. Wahnsinn. Ja, und warum die meisten Leute nach Fuerteventura fliegen, das zeige ich euch jetzt mal aus der Luft. Ja, das ist doch der Wahnsinn. Und ihr habt hier unten im Süden von Fuerteventura, vom Iberus Apelles, mit einem der schönsten Strände auf Fuerteventura. Der Strand geht ganze 25 Kilometer lang und ihr könnt hier stundenlang spazieren gehen. Bei strahlendem Sonnenschein, bei einem traumhaften Meer. Der Wahnsinn.